Hallo allerseits. In diesem Video werde ich zeigen, wie Sie die Leistung Ihrer Festplatte überprüfen, wenn der Computer nicht mehr geladen wird. Ich zeige euch, wie Sie es mit kostenloser Software schnell scannen können und um sicherzugeben, dass die Festplatte defekt ist oder es einen anderen Grund gibt, überprüfen Sie es auf fehlerhafte Sektoren und mehr. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Wenn beim Booten ein ähnlicher Fehler auftritt und das System nicht weiter bootet, verwenden Sie das kostenlose Dienstprogramm BootCDPE von HRN. Hierbei handelt es sich um ein Distributionskit für die Notfallwiederherstellung, das neben der Überprüfung von Festplatten auch eine Reihe von Dienstprogrammen für die Datenwiederherstellung, das Betriebssystem, Virenschutz und andere Funktionen enthält. Sie können es von der offiziellen Webseite herunterladen, der Link befindet sich in der Beschreibung. Nach dem Herunterladen müssen Sie mit diesem Dienstprogramm ein bootfähiges USB-Stick erstellen. Hier auf der Webseite gibt es ein spezielles Programm, das Ihnen dabei hilft und es gibt eine Bedienungsanleitung, die jedoch jeder auf Englisch verfügbar ist. Um das Programm zum Erstellen einer Bootdisk herunterzuladen, klicken Sie hier auf die Registerkarte USB Booting und laden Sie die Datei ISO 2USB-EXE herunter. Schließen Sie das USB-Stick an den Computer an, führen Sie das Programm aus, wählen Sie hier Ihr USB-Stick aus und geben Sie den Pfad zu dem Bild an, das Sie über den angegebenen Link heruntergeladen haben. Klicken Sie dann auf Verarbeiten. Dieser Vorgang dauert nicht lange, anschließend müssen Sie im BIOS die Startpriorität von einem USB-Stick einstellen. Wie das geht, sehen Sie in unserem anderen Video. Nach dem Herunterladen wird ein Desktop angezeigt, der Windows 10 ähnelt. Öffnen Sie hier den Ordner Utilities Hard Disk Tools Diagnostic. Führen Sie in diesem Ordner das Dienstprogramm WD Tata Lieferung Diagnostics aus. Akzeptieren Sie die Bedingungen der Lizenzvereinbarung und klicken Sie auf Weiter. Um das Laufwerk zu überprüfen oder den Status von Smart anzuzeigen, markieren Sie das Gerät und wählen Sie das Symbol in der oberen Reihe aus oder klicken Sie mit der rechten Maustaste drauf. Nachdem Sie auf das Symbol Testausführung geklickt haben, wird ein Fenster angezeigt, in dem die folgenden Menüelemente angezeigt werden. Schnelle Überprüfung. Führt einen schnellen Selbsttest des Laufwerks über Smart durch, um Data Lifeguard Informationen zu sammeln und zu überprüfen. Sorgfältig überprüfen. Führt einen vollständigen Festplattenscan durch, um fehlerhafte Sektoren zu erkennen. Die Dauer dieses Tests hängt von der Kapazität des Laufwerks ab und kann bis zu mehreren Stunden dauern. Erase. Überschreibt den Inhalt des Laufwerks mit Nullen. Es gibt zwei Modi, vollständiges und schnelles Löschen. Das Dateisystem und die Daten auf dem Laufwerk gehen verloren. Testergebnisse anzeigen. Zeigt die Ergebnisse des letzten Tests an. Bevor Sie mit einem der Tests beginnen, sollten Sie wichtige Daten sichern, da diese durch die Überprüfung beschädigt werden und verloren gehen können. Wählen Sie den gewünschten Scan-Typs aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Start. Am Ende des Vorgangs erhalten Sie eine Meldung, ob das Laufwerk den Test bestanden hat und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Schließen. Das Dienstprogramm G-Smart Control analysiert Smart Disk Daten, ermittelt den Gesundheitszustand und führt eine Reihe von Tests an ihm durch. Es werden automatisch Probleme mit der Festplatte gemeldet und hervorgehoben, sowie detaillierte Informationen zu Laufwerk, Attribute und Statistiken angezeigt. Hier können Sie Tests durchführen, das Fehlerprotokoll, die Temperatur und mehr anzeigen.
HCTune ist ein weiteres Dienstprogramm für eine Festplatte oder SSD mit vielen Funktionen. Es kann verwendet werden, um die Laufwerksleistung zu messen, Fälle zu überprüfen, den Integritätsstatus smart zu überprüfen, alle Daten sicher zu löschen und so weiter. Beispielsweise können Sie die Festplatte schnell auf fehlerhafte Sektoren überprüfen. Wählen Sie dazu diese Registerkarte, markieren Sie den Schnellscan und klicken Sie auf Start. Danach sehen Sie, ob beschädigte Blöcke auf der Festplatte vorhanden sind. Sie werden rot markiert. Auf der Registerkarteninformation werden alle verfügbaren Festplatteninformationen angezeigt. Mit diesem Dienstprogramm können Sie sicher feststellen, ob das Problem beim Booten des PCs mit der Festplatte verbunden ist. Nachdem Sie sichergestellt haben, dass Ihre Festplatte beschädigt ist, können Sie versuchen, sie zu reparieren. Mit Hilfe eines Browsers können Sie ein Dienstprogramm zum Behandeln einer Festplatte herunterladen, zum Beispiel die Victoria-Anwendung. Wir haben eine separate Videoanweisung zur Verwendung dieses Programms auf dem Kanal. Oder überprüfen und behandeln Sie Fälle mit dem Befehl chkdsk. Und wenn mit der Festplatte alles in Ordnung ist und das Betriebssystem beschädigt ist, gibt es ein gutes Hilfsprogramm LaserSoft Windows Recovery, um die Leistung davon wiederherzustellen. Wo Sie mit nur einem Klick die Probleme beim Laden des Windows-Betriebssystems lösen können. Oder verwenden Sie andere Funktionen dieses Dienstprogramms. Führen Sie mit CheckDisk eine Festplattenprüfung auf Fehler durch. Sie müssen keine Befehle eingeben, sondern drücken nur ein paar Tasten. Führen Sie eine Registrierungsreparatur durch, führen Sie eine Speicherüberprüfung durch und ermitteln Sie sogar den Betriebssystem-Lizenzschlüssel, den Sie für eine Neuinstallation des Systems benötigen. Diese Live-CD enthält viele Hilfsprogramme, die bei einer Fehlerfunktion des Computers hilfreich sein können. Das einzige Minus der System- und Programmoberfläche ist in englischer Sprache verfügbar. Und das ist alles. Abonnieren Sie unseren Kanal. Daumen hoch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.